Naja, wir haben ja noch eine Nebenmission, aber die erledigt sich Mokoda, irgendwie von selbst. schrita yo. Hauptsache, hier gibt es nicht diese komischen Gespräche. Das sind Panorama-Gespräche, das reicht mir. Da müssen wir das Kapitel 4 erreicht haben. Da sind Freunde ja endlich. Du bist Rico, oder? Freut mich, ich heiße Matthew. Schulk meinte, du richtest hier eine Werkstatt ein. Stimmt. Aber wie Freunde unschwer sehen, ist Projekt noch ein Kleinponschuhen. Wäre für Rico allein Schwerstarbeit, also bitte bei Werkstattbau helfen, ja? Mit Werkstatt kann Rico dann Waffen von Freunden verstärken, also zur Not einfach aus egoistischem Eigeninteresse helfen. Okay, mehr als stärkere Waffen muss ich persönlich gar nicht hören. Wenn damit unsere Kampfkraft steigt, werden die ganzen Befreier davon profitieren. Und was sollen wir da nun konkret tun? Freunde können zu helfen bei Ding 2. Teil 1 wäre Abbau von Ravamid bei Ruinen von Feste der Verbannung. Ravamid? Das brauchst du sicher, um einen Schmelzofen zu bauen, oder? Volltreffer, Nicole ist Schlaukopf. Und das Zeug ist selten, nehme ich mal an. Finden ist einfach, abbauen wenige. Ruinen von Feste der Verbannung werden nämlich von fiesen Dechsen beherrscht. Verstehe, deshalb kommst du ohne unsere Hilfe nicht ran. Bevor wir dorthin gehen, sollten wir uns gut vorbereiten. Und was brauchst du noch? Freunde müssen Hammer von Rico aufspüren. Das ist alles. Für Rico ist allerwichtigster Teil. Ohne Werkzeug bringt schönste Werkstatt nichts. Aber Hammer ist auf Rückweg zu Kolonie 9 mit anderem Zeugs durcheinander gekommen und somit verschollen. Wenn er in unserem Gepäck verloren gegangen ist, müsste er doch jetzt irgendwo in der Lagerzone liegen, oder? In dem Riesenchaos fast zu finden, das wird kein Vergnügen. Vielleicht sollten wir uns das für später aufheben. Genau, erst suchen wir das Ravamid und danach dann Ricos Hammer. Viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg. Rico kümmert derweil um andere Kleinkram hier. Aber die Dechsen machen mir jetzt keine Probleme. Warte mal, das ist doch ein Lager gewesen. Und nee, das war nur so ein Punkt. Kein Lager. Wir müssen mal ein Lager zum Leveln aufsuchen. Oh, das sind gemeinsgefährlichste Dechsen. Da sind Dechsen. Und gar nicht mal weniger. Wenn wir das Mineral abbauen wollen, müssen wir uns vorher um sie kümmern. Ja, das lässt sich wohl nicht vermeiden. Auf geht's, Leute! ありがたい。 僕を見ろ。助かれ。敵の注意が捉えた。奥が相手だ。裏切ってきた。インフィニットの敵の注意が。ブレード。ストロングアサルト。
完璧な勝利ね。予想通りの結果だ。そう、すごい。デックスの上。周囲警戒。敵の縄張りだ。クロスレイ。ドローンがアサルト。ボンクを入れろ。ビエンカンシャル。セイカーエッジ。ここ。ビエンカンシャル。スリットエッジ。このまま押し切っていく。ここ。バッチリ決まってるな。防御を出すまで。どうにか倒せたね。 この辺りだ。探そう。無事確保。ね。お宝ゲット。テクニックリセンス。 手数は増えたな。 Damit hätten wir, was wir wollten. Als nächstes müssen wir Ricos Hammer finden. Wir sollten zunächst einmal die Lagerzone von Kolonie 9 durchsuchen. ここだ。着いたよ。 Was ich aber auch klasse finde an dem Spiel ist, dass man alle Charaktere auf dem Schlachtfeld hat und nicht so, du wählst drei aus von den sechs oder so. Das hätten sie in die anderen beiden Teile auch machen können. Na, haben wir es gefunden? Nein, Fehlanzeige. Oh Mann, so richtig Bock habe ich nicht auf die Suchaktion. Sucht ihr irgendetwas Bestimmtes? Ja, Rico hat seinen Hammer irgendwo verloren. Irgendwas in der Richtung gesehen? Ricos Hammer. Ah ja. Da habe ich doch was gesehen. Eindeutig Nobbon-Design. Ziemlich abgedreht. Das klingt schon mal gut. Und wo ist das Teil jetzt? Ich glaube, ich habe es zur Versorgungsstelle weitergeschickt. Niemand wusste damit was anzufangen. Da dachten wir, es wäre das Beste, es für den Verkauf freizugeben. Ach nö, nein, mein Name ist Spur. Wir können nur hoffen, dass nicht bereits jemand das Werkzeug erworben hat. Allerdings, dann mal schnell zur Versorgungsstelle. Namae o登録しておこう。
Willkommen, willkommen. Was darf's denn sein? Wir suchen einen abgedrehten Hammer, Noppern-Design. Angeblich soll er hier irgendwo sein. Oh ja, abgedreht trifft es ziemlich gut. Das Ding kann man kaum richtig verwenden. Das muss er sein. Rico braucht ihn. Könnten wir ihn also bitte wieder haben? Nun ja, irgendwer wollte ihn sich kurz ausleihen und hat ihn dann mitgenommen. Das war so klar und wer genau? Naja, ich war bei der Arbeit, da konnte ich schlecht die Personalien aufnehmen. Diese Person wollte mit dem Hammer irgendwas auf dem Zentralplatz bearbeiten. Verstehe. Okay, was jetzt? So groß ist der Zentralplatz nun auch nicht. Wenn da jemand einen Hammer schwingt, sollten wir ihn finden. Ja, ich bin sicher, wenn wir dort einfach etwas herumlaufen, haben wir ihn im Handumdrehen wieder. Na gut, klingt zwar etwas nach Wunschdenken, aber eine bessere Idee habe ich gerade auch nicht. Dann vertreten wir uns mal etwas die Beine. Das scheint nicht zu sein, wonach wir suchen. Scheint nicht zu sein, wonach wir suchen. Warum liegen hier so viele Hammer rum? Ich glaube... Oder das ist der doch der richtige. Für einen Noppon sah der nur ein bisschen groß aus. Guck mal, Matthew, könnte das da nicht Ricos Hammer sein? Sieht jedenfalls nicht aus wie ein stinknormaler Hammer, von daher... Ach Mist, ich habe ganz vergessen, das Ding wegzuräumen. Der hat genau die richtige Größe, um Heringe einzuhauen. Da habe ich direkt mal zugeschlagen, wortwörtlich. Tut mir leid, aber wir brauchen den Sein ursprünglicher Besitzer vermisst ihn nämlich sehnlichst. Von mir aus, ich war eh mit meiner Arbeit fertig. Also echt, wenn sie fertig damit war, hätte sie ihn ruhig mal zurückbringen können. Aber egal, wir haben das Erz und den Hammer. Da sollte Rico zufrieden sein. Absoluter Oberhammer! Hey Rico, wir sind wieder da. Haben Freunde alles Nötige bekommen? Klar, hier ist das Ravamid. Und hier dein Hammer. Nun, Rico ist oberglücklich. Endlich kann Werkstatt standesgemäß genutzt werden. Bitte kurz draußen warten, ja? Hier ist gleich alles bereit. Ricos Werkstatt ist nun fertig. Du kannst hier deine Waffen stärken. Ja, geil. Wahnsinn. Ja, für eine improvisierte Werkstatt sieht das alles sehr professionell aus. Ich hoffe nur, der einstige Besitzer des Hauses verzeiht uns das. Rico macht aus vorhandenem Material immer Bestes. So wie für Handwerker gehört. Ja, ja, ist voll prima. Kannst du jetzt unsere Waffen verstärken? Selbstverfreilich. Woran soll Rico Künste zuerst demonstrieren? Erstes Mal kostet nichts. Fantastisch, dann dränge ich mich mal dezent in den Vordergrund. Klingenstein, Testlauf.
Waffenstärken. In seiner Werkstatt in Kolonie 9 stärkt Riku deine Waffen gegen Gold und Materialien. Die nötigen Materialien erhältst du zum Beispiel von einzigartigen Gegnern und aus Schatztruhen. Wollen wir doch mal gucken. Verstärkung vervollständigt. Bitte ausprobieren. Wow, fühlt sich echt gut an. Viel besser als noch als vorher. Das erwärmt Herz von Riku. Übrigens, Matthew. Was? Woher hat Matthew diese Klinge? Naja, die hat ursprünglich mal mein Opa benutzt. Der hat sie dann meinem Vater vermacht und der wiederum mir. Mehr ist nicht dabei. Alles klaro. Warum fragst du? Einfach so. Ist schicke Klinge, deshalb war Riku neugierig. Bitte auch in Zukunft gut drauf aufpassen. Sicher. Brauchst du mir nicht zu sagen. Riku wird mit Freuden auch Waffen von restlichen Freunden verstärken. Nötige Materialien müssen aber in Schweiße eigenen Angesichts erschafft werden. Okay, darauf kommen wir vielleicht zurück. Ja, dürfte ich dann auch wieder zurück? Also dann, jetzt wo das erledigt ist, sollten wir uns mal in den Zelten ausruhen, oder? Änderungen in Kolonie 9. Wenn du bestimmte Missionen abschließt, verändert sich Teile von Kolonie 9. Dadurch erhältst du Zugriff auf neue Funktionen oder besondere Gegenstände. Das ist also unser Hub hier. Schultergewehr ist als nächstes. Naja, irgendwo werden wir es schon kriegen. Aber geil. Waffen erstmal alle auf zwei Stufen erhöht, ne? Das heißt, wir hauen noch kräftiger zu, jetzt noch ausruhen, das Level anpassen. Da ist ein fucking Ausrufezeichen. Sollen wir den reparieren oder wie? Diese Vorrichtung hat deine Aufmerksamkeit erregt, hm? Ah ja, jemand erwähnte, dass sie nicht mehr funktionsfähig sei.
Doch ich glaube, wir müssten nur ein paar Teile ersetzen, dann könnte man sie wieder zum Laufen bringen. Falls das funktioniert, wären wir in der Lage, Juwelen von nie dagewesener Reinheit zu schmieden. Wir könnten die Technologie dann auch in unsere tragbaren Vorrichtungen integrieren. Das würde ganz neue Möglichkeiten öffnen. Vernünftige Juwelen können einem echt den Hintern retten. Ich bin für alles zu haben, was uns noch bessere Juwelen einbringt. Also gut, ich denke, der Aufwand würde sich lohnen. Wollen wir gleich anfangen? Unbedingt! Die Außenhülle sieht weitgehend intakt aus. Am besten, wir ersetzen zunächst ein paar Teile der inneren Mechanik. Womöglich ist der Hitzeregulator das Problem. Der spielt eine große Rolle im Steigern der Reinheit der Juwelen. Das wäre denkbar, ja. Überprüfen wir das. Und reparieren wir das Ding. Wenn wir diese Teile austauschen... Nichts. Daran lag es also nicht. Mal sehen, was noch in Frage käme. Ja, davon habe ich aber nicht. So, hier haben wir die schon. Ja. Dann steigern wir mal unsere Stufe. Gleich um 4 Stufen gestiegen. Wunderbar. Juwelenschmied. ジェムができたぞ。早く使ってみようぜ。いい仕上がりだ。早く使ってみようぜ。ジェムができたぞ。早く使ってみようぜ。 いい仕上がりだ。早く使ってみようぜ。こいつは使えそうだな。役に立ちそうだな。ジェムの完成だ。役に立ちそうだな。こいつは使えそうだな。役に立ちそうだな。いい仕上がりだ。早く使ってみようぜ。 Oh, hier können wir nur bis Stufe 5. いい仕上がりだ。早く使ってみようぜ。こいつは使えそうだな。役に立ちそうだな。ジェムができたぞ。早く使ってみようぜ。ジェムの完成だ。役に立ちそうだな。 ジェムの完成だ。役に立ちそうだな。いい仕上がりだ。早く使ってみようぜ。こいつは使えそうだな。Hier können wir nicht mal eine Stufe? ジェムの完成だ。役に立ちそうだな。 ジェムの完成だ。役に立ちそうだな。いい仕上がりだ。早く使ってみようぜ。ここまでにしようか。今回は完璧ジェムを製造しました。どこから改良しようかな。 身なりを整えよう。記録完了だ。
ゆっくりさせてもらうわ。 Boah, die Sequenz machen wir noch dann. Schon weitgehend überzogen. Ore wa Dillon to hanashite kure. City no minna ga dou natta ka kiite okitai kara na. Omae ra wa dou suru? Aber so sind wir wenigstens. So haben wir auch die Stunde wieder reingeholt, die wir spielen konnten. Hima nara watashi ni tsukiyatte yo. Mise de iroiro to hokyū shite okitai kara. Oh. うん、わかった。それじゃ、また後でな。 Mal gucken, vielleicht splitte ich auch den Sonntag auf. Und wir spielen eine Hälfte Lost Judgment. そうか。 Und eine Hälfte Xenoblade Chronicles. すまないな、マジ。6人で逃げるのに精一杯だった。ただ、俺たちのグループの他にナオミのグループも逃げ出せたらしい。もしかしたら、そっちの方に。 ナオミも? ケイレブが呼び止めたんだが、聞こえなかったみたいでな。フォーニス方面へと向かったそうだ。遠くて、他に誰がいたのかまでは分からないって。そうか。ナエルのことだ。きっと無事で一緒にいるさ。お前と同じで、ああ見えてたくましいからな。ああ。 お前んとこは楽でいいな。聞き分けよさそうでよ。嫉妬かい？らしくないね。そんなんじゃねえよ。楽なものなんてないさ。距離感は常に揺らいでいる。今がたまたま幸運なだけ。そうなのか？その時その時でどう答えるか、それが大事だと僕は思ってる。 幼い頃から自立してたって。ま、足の下にじっちゃんはいたけどな。自活はしていた。だからじゃないかな。彼女のこと、自分と同じとは思わないこと、通ってきた道は違うんだ。だろ？いつもの君らしく寄り添えばいい。いや、待てよ。 案外向こうから来てくれるかもね。シルクさん、レックスさん、捜索隊の隊員が誰一人見つからなかったのか。戦闘があったことだけは確かです。ただ申し上げた通り生存者は確認できませんでした。 ムクロがなかったことから、おそらくはモンスターか何かかと。それにしても全滅ってのが解せないな。長屋の部隊は精鋭揃いだったはずだ。うん。一応現場で見つかったものを持ち帰りました。多くは部隊のものですが、中にいくつか異なるものが。というと？カロムが言うには、シティの生存者の持ち物じゃないかって。 これは。おい、こいつはどこで？こいつはナイルのものだ。教えろ。だから救難信号のあった場所だ。本当か？本当にそこで？マッシュ。ああ、そうだ。他のものと一緒に木の根元に落ちていた。木の。そんな。 マシュ、ナエルっていうのはお前の身内か何かか？妹だ。ずっと行方を探してる。そうか。なあ、リンカ。救難信号はどこから出ていたんだ？捜索隊によると、ラグエル湖付近からのようです。おい、待て。まさか一人で行くつもりか？ああ。
これは俺の問題だからな。直接行って確かめてくる。ここからラグエルコまではかなり距離があります。単独では危険が。やっとなんだよ。やっと見つけた手がかりなんだ。捜索隊を襲った連中がまだいるなら、なおさらナイルを放ってはおけねえ。そう興奮するな。何も行くなとは言ってねえさ。元より僕たちも向かうつもりだ。捜索隊が全滅なんてただごとじゃない。悪い、つい先走っちまって。いいんだ、悠長にしていられないのも事実だしね。となるとここはエーテルスライドの出番かな。エーテルスライド？みんなこっちに来てくれ。エーテルスライドは簡単に言えばエーテルの流れに乗って移動する装置のことだ。例えるならエーテルでできたワイヤーを引いて滑走するようなものだね。エーテルスライドを使えばラグエル湖のすぐ近くまでひとっ飛びさ。師匠とリクが共同で開発したんだ。どうだ、すごいだろう。うん、本当にすごい。そんな技術が。興味があるなら少し手伝ってもらえるかい？はい。先に必要な素材を渡しておこう。これ変わったエーテル結晶ですね。それは黒い霧の影響でエーテルが変質したものでね。僕はブラックシャードと呼んでいる。黒い霧が発生している場所でしか見つからないんですか？その通り。そうそうお目にかかれない貴重品だ。とはいえワイヤーを照射するエーテル増幅器を作るのに欠かせない素材でもあるのさ。なるほど。さて講釈はこれくらいにして装置の製作に取り掛かろうか。了解です。Metaseile. Nach erfolgreicher Konstruktion projizieren diese Vorrichtungen ein Seil aus Äther, auf dem du dann zu höher oder tiefer gelegenen Gegenden rutschen kannst. Ja, komm. Oh, danke. Ich hab da schon wieder ein Ausrufezeichen gesehen. Und die kennt mich. Ich kann da nicht Nein sagen. ワイヤーの強度も問題なし。うまくいったようだ。ああ、これならマジでラグエル湖までひとっ飛びだな。Ich kann doch überall speichern. Muss nicht zum Lager zurück. So. Nächstes Mal machen wir dann die Nebenmission dort. Und rutschen dann das Seil rauf. Das klingt so komisch. Raufrutschen. Und ich schicke euch dann gleich zu Slani. Der hat Star Wars beendet. Vielleicht kommt noch was. Vielleicht auch nicht. Oh.